Ja, darf euch willkommen heißen zur Pressekonferenz und gleich mal unseren Gästetrainer Gerald Baumgartner zu seinem Fazit bitten. Schönen guten Tag alle zusammen. Ich glaube, die Austria, wir haben sehr gut angefangen, sind auch früh in Führung gegangen, wir wollten früh in Führung gehen, haben den Gegner wirklich anfangs dominiert, haben ihn aber dann auch selber mit dem Fehler von Heinz Lindner wieder zurück ins Spiel gebracht. Dann eine kleine Unachtsamkeit in der Viererkette hat dann das Kontertor ermöglicht. Wiener Neustadt ist dann 2:1 in Führung gegangen. Das hat uns natürlich ein bisschen geschockt und verunsichert. Zweite Halbzeit sind wir dann angerannt, hatten mit Meili die Top-Chance 1:1 vom Tormann. De Paul hatte noch die Chance beim Freistoß. Und wir müssen im Moment sehr viel investieren. Wir bekommen im Moment auch die volle Härte, wie Fußball sein kann, zu spüren am eigenen Leib. Ich glaube, die Mannschaft hat trotzdem gezeigt, dass sie bis zum Schluss den Sieg wollte. Und Wiener Neustadt hat sich dann gut verteidigt. Und auch Kompliment, wie sie sich verteidigt haben. Heimo, dein Fazit? Ja, zuerst natürlich für uns ganz, ganz wichtig, gegen einen Großen einen Punkt zu machen, daheim. Endlich angeschrieben. Ich glaube, das ist schon so ein Erfolgserlebnis, was einfach jede Mannschaft braucht. Ich glaube, wir haben uns wieder, wie schon in Graz, eben nach dem 0:1, was eigentlich ein Geschenk war von uns, wieder super zurückgespielt in die Partie und haben dann alle miteinander, glaube ich, eine sehr packende erste Halbzeit gesehen. Eben auch mit 4 Tore. Das war wirklich auch für die Zuschauer sehr gut. Haben leider den Elfmeter noch gekriegt, kurz vor der Pause. Und ja, zweite Halbzeit haben wir halt alles reingeworfen, was wir gehabt haben. Aber wir haben heute generell, muss ich sagen, wir waren aggressiver in die Zweikämpfe. Und das hat alles schon ein bisschen kompakter über längeren Zeitraum ausgeschaut. Obwohl, man merkt schon, einige Spieler brauchen sicher noch Substanz. Und die werden es auch kriegen mit den Spielen. Letztendlich für mich sicher oder für uns ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, darf ich euch bitten, eure Fragen an die beiden Trainer zu richten? Nein, du hast vor dem Spiel wieder auf 4:3:1 umgestellt. Hat das besser gefallen als zuletzt? Ich glaube auch, die Mannschaft hat ein bisschen ein besseres Gefühl gehabt. Also das habe ich schon rausgehört, ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Und der zweite Punkt war natürlich auch, der Dennis ist uns ausgefallen. Und ja, da haben wir dann so entschieden, dass wir das System spielen. Ja, ich sage zwar immer, es ist eigentlich egal, welches System du spielst, die Mentalität muss die gleiche bleiben. Und wir haben immer wieder gute, sehr gute Pressingphasen drinnen, aber natürlich auch, weil wir immer wieder leichte Ballfehler machen oder so ein bisschen zu eng kombinieren, also wenn es selber ein bisschen reintert, dann natürlich machen wir den Gegner oft wieder stark, geben wir ihnen Countermöglichkeiten und das müssen wir halt einfach reduzieren. Zweite Frage als erstes, es war Fortschritt in dem, dass wir mehr Torchancen kreiert haben. Stagnation, Anzahl der Punkte natürlich. Zum Damari, beim ersten Tor hat man gesehen, glaube ich, was für Qualität in ihm steckt. Er hat aber auch lange nicht gespielt und kann natürlich 90 Minuten noch nicht so spielen, wie wir uns das vorstellen. Das ist auch bei dem einen oder anderen noch so, deswegen auch die Wechsel. Und wie gesagt, ich denke, dass wir selbstverantwortlich sind, dass wir heute nicht gewonnen haben. Aber auch Kompliment an Wiener Neustadt, wie sie sich bis zum Schluss auch sehr gut verteidigt haben und den Punkt festgehalten haben. Es gibt natürlich. Ja, es gibt natürlich Gründe dafür, ja. Die sprechen wir auch unter 4 Wänden an. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt hergeht vor der Presse und sagt, was alles los war, als ich gekommen bin. Aber es war dann doch
Die eine oder andere Baustelle, die es normalerweise nicht geben kann, an dem arbeiten wir auf Hochtouren. Und die Spieler können nicht einfach auf den Knopf drücken und dann sind sie gut beieinander. Wir brauchen das Selbstvertrauen, indem dass wir uns das holen, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dass jeder gesehen hat, dass die Mannschaft auch bis zum Schluss wirklich alles noch wollte, den Sieg einzuholen. Sie sind wirklich gelaufen, haben auch gespielt. Teilweise ja, haben wir fast die ganze zweite Halbzeit dominiert. Natürlich ist Wiener Neustadt mit Befreiungsschlägen, mit schnellen Spielern, das eine oder andere Mal auch gefährlich geworden, aber auch das haben wir gut verteidigt. Und ich denke, im Moment fehlt uns einfach, dass wir das Spiel gewinnen können. Und das gibt Sicherheit. Ja. Und da müssen wir jetzt noch weiter dranbleiben und noch härter arbeiten. Glaubst du, dass sich eure Fans genauso gesehen haben? Weil eigentlich haben sie ja positiv verabschiedet. Na, ich denke schon, dass man auch als Fan merkt, wenn die Mannschaft will. Wir haben tolle Fans, wir haben kritische Fans, aber ich denke, dass jetzt uns auch in der schwierigen Zeit, wo wir uns sehr schwer tun zu gewinnen, toll unterstützen und das hat sich aber die Mannschaft auch verdient. Wie war das nämlich neben das Überraschungsmoment im Spiel? Ja. Weil wir kennen die Austria-Fans auch anders. Ja, ich habe es auch schon anders erlebt als Zuschauer im Stadion, als neutraler Zuschauer im Stadion. Ich glaube doch, dass die Mannschaft zeigt, dass sie will. Ja, das ist mal ganz wichtig. Es fehlt nicht viel, aber es fehlt dann doch, um den Kahn rauszufahren, brauchst du mehr Energie, musst du mehr Energie verwenden, als wenn es dann läuft. Wir haben wirklich auch noch die eine oder andere Top-Chance herausgespielt und da muss man natürlich auch der Meile mit dem rechten Fuß flach ins Lange schießen und ein Tor schießen, das ist einfach so. Ja, ein bisschen sitzt es schon drinnen noch. Bei den Spielern ist da eigentlich sehr unerfahren, einige Spieler, aber auch gerade die aus der Regionalliga gekommen sind, wie jetzt der Ebenhofer und der Deutschmann, glaube ich, haben sehr, sehr gut gespielt. Und es ist schon eine große Belastung, auch wenn du halt mit 3 Niederlagen dann gegen aus der Wien spielen musst, die was technisch einen sehr guten Fußball spielen. Und da haben wir halt so Phasen drin, da können wir die Räume nicht so gut schließen, da wollen wir oder die Bälle nicht so gut sichern und dazu. Und da machst du den Gegner natürlich noch stärker und du musst umso mehr investieren. Und kostet viel Substanz, aber die Substanz müssen wir natürlich dann auch kriegen. In gewissen Zweitkämpfen, zweite Bälle gewinnen wir dann nicht mehr so viel im Zentrum, im Mittelfeld. Das sind schon alles so kleine Faktoren, die was die halt löchrig werden lassen. Und dadurch, ja, die Austria-Spitz trotzdem, auch wenn sie jetzt noch nicht auf den Level sind, wo sie hingehen, trotzdem einen sehr guten Fußball, das sieht man immer wieder von den Kombinationen her. Und ich wünsche natürlich auch der Austria, Baumi, alles Gute. Das geht sicher. Ich werde jetzt das erste Mal gegen meinen Chef gespielt, weißt du. Baumi war mein Chef früher. Bei Red Bull. Manchmal kommt es dick und im Moment kommt es dick für uns, ja, ist sehr hart für uns alle. Aber trotzdem arbeiten wir weiter und in Zeiten, wo es mal nicht so schwer geht, kann ich Ihnen versprechen, dass der Trainer Gerald Baumgartner trotzdem seinen Mann stellt. Ich sag's auch nicht. Ja, das will ich nicht erleben und die Statistiken sind die eine Sache. Ich habe es schon gesagt, wir kriegen im Moment die Brutalität vom Fußball voll zu spüren. Ja? Die Mannschaft kämpft, die Mannschaft gibt alles. Heim hat es ja richtig gesagt, auch wir machen ja ein nach vorne Pressing teilweise. Ja? Noch nicht so, wie wir es in Zukunft dann machen wollen. Dadurch haben wir auch einige oder viele Ballfehler von Wiener Neustadt erzwungen.
Und dann musst du einfach versuchen, eine Torschance zu kreieren. Und wenn du dann eine Torschance hast, das Tor zu schießen. Ja. Aber an dem fehlt es im Moment und da fehlt nicht viel. Und ist natürlich, ich weiß, dass bei der Austria dann viele unzufrieden sind, aber das hilft nichts, wir müssen weiterarbeiten. Ja, wenn er dann so fit ist, wie der Hosiner fit war, als er zur Austria gekommen ist, kann das natürlich einnehmen. Er ist auch ein ähnlicher Spielertyp. Er ist schnell, er kann 1-1-Situationen gut lösen, er ist vom Tor eiskalt, das hat man gesehen beim ersten Tor, das war ja dann schon eine Situation, wo er dann wirklich gezeigt hat beim 1-1, dass er sehr gut ist. Und, aber auch er hat lange nicht gespielt, es hat auch der Schickhoff lange nicht gespielt, es hat der Lassen noch Defizite, es gibt ein paar Sachen, die wir noch so hinbringen müssen, dass wir erfolgreich sein können. Hier gibt es noch Fragen, sonst darf ich mich bei beiden Trainern verabschieden. Danke.